Das Handschuhmachen ist ihm in die Wiege gelegt worden. Paul Loos hat das Handwerk von seinem Vater erlernt, die Familienhandschuhmacherei dann 1983 übernommen. Mittlerweile führt sein Sohn die Geschäfte. Der 76-Jährige hilft aber nach wie vor im Betrieb. Wir sind noch die einzige Firma, die Handschuhfirma, die eigentlich einen Handschuh von der Picke auf, also vom rohen Fell bis zum fertigen Handschuh produziert. Fürs Handschuhmachen braucht es das richtige Händchen. Das beginnt bereits beim Auswählen des Leders. Ein Handschuhleder muss zügig sein, ganz wichtig. Das Leder muss sich also ziehen lassen und das in alle Richtungen. Nur so sitzen die Handwärmer am Ende perfekt. Das Ziehen funktioniert ähnlich wie bei einem Strudelteig. Zuerst wird das Leder in ein nasses Baumwolltuch gewickelt, danach so weit und fest wie nötig auseinandergezogen. Dann wird es erst einmal Alon gezogen, das Fell, und dann Travers. Alon ist der Länge nach, Travers der Seite nach. Ein Arbeitsschritt, der bei maschinell erzeugten Handschuhen nicht mehr passiert. Hier wird ja der Handschuh aus dem Fell herausgearbeitet und die Größe hineingearbeitet. Ja? Dabei kommen die wichtigsten Utensilien zum Einsatz, die Kaliber. Mit ihnen stanzt der Handschuhmacher die Rohformen aus dem Leder. Diese Eisen sind sozusagen der Firmenschatz des Unternehmens. Und die sind 100 Jahre alt von meinem Großvater. Von diesen Eisen wurden alle Größen, alles, was wir gemacht haben, wurde nachgearbeitet auf diese Kalibereisen. Ja. Mit dem gestanzten Leder geht's dann zur Nähmaschine. Geht ein Stich daneben, ist der Handschuh nicht mehr zu verkaufen. Eine gute Näherin braucht mindestens 1,5 bis 2 Jahre, bis sie einen gut gesteppten Handschuh macht. Da muss jeder Stich sitzen, weil man jeden Stich sieht. Und das ist eben etwas Besonderes. Ja. Zum Schluss kommt das Futter in den Handschuh. Es wird per Hand mit dem Leder vernäht und bei 100 Grad gebügelt. Damit schlägt das Futter keine Falten und die Handschuhe passen später perfekt. Mittlerweile produziert das Unternehmen 600.000 Handschuhe im Jahr und liefert weltweit aus. Angefangen hat aber alles mit kleinem Sortiment. Josef Esker hat die Firma vor 100 Jahren gegründet. Damals sahen Handschuhe noch anders aus. Die Anatomie des Menschen hat sich ja gewandelt, auch in den letzten 100 Jahren. Der ist ungefähr 80 Jahre alt, der hat mein Großvater gemacht. Und das war die normale Damenhand. Ich möchte sagen, nicht das Doppelte, aber ein gutes, die Hälfte größer ist momentan dieselbe Größe, die Größe 7 der Dame heutzutage. Ja. Ob große, kleine, schmale oder kräftige Hände, Paul Loos hat für jede Hand das passende Kaliber. Seit über 100 Jahren ruht der Firmenschatz in diesen Schubladen und soll es auch noch die nächsten 100 Jahre tun.